Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder am Start seid auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es mal wieder um eine Cancer-Story sozusagen. Ich habe Lymphdrüsenkrebs, wer es noch nicht weiß, das Hodgkin-Lymphom. Ich habe da ganz viele Videos schon dazu gemacht. Ich verlinke euch mal meine Playlist, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da sind ganz viele Vlogs, Info-Videos, alles Mögliche zu meinen Chemotherapien und so weiter. Und heute habe ich ein weiteres, hoffentlich hilfreiches Video für euch. Und zwar habe ich heute ein paar Beauty-Produkte, die ich euch vorstellen will, die mir so während meiner Krebszeit jetzt mega weitergeholfen haben. Sei es einfach nur, um schöner auszusehen oder vielleicht auch was die Pflege angeht. Aber werde ich euch jetzt gleich nach und nach vorstellen. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch was dabei oder für die ein oder andere. Übrigens, die ganzen Produkte oder die meisten Produkte könnt ihr natürlich auch verwenden, wenn ihr jetzt keinen Krebs hattet, wie auch immer. Also es sind auch normale Produkte dabei sozusagen. Aber ja, ich stelle es euch jetzt einfach mal nach und nach vor. Ich fasse jetzt einfach hier in mein Köpfchen rein und mache das ganz random. Also da sind wahrscheinlich Sachen dabei, die gar nicht zueinander passen, aber ich mache das jetzt ganz random und fange schon mal mit meinem Favorite Piece hier an. Und zwar ist es dieser Gesichtsroller, dieser Rosenquarz. Der hat mir ungefähr mein Leben gerettet, vor allem als ich im Krankenhaus war, als ich meine starke Chemotherapie bekommen habe, weil mein Gesicht immer total angeschwollen war. Also ich sah wirklich aus wie so ein Mondgesicht. Und wenn ihr diesen Roller direkt aus dem Kühlschrank holt, der ist einfach so, so nice kühlend für das Gesicht. Also ich streiche immer von innen nach außen. Und das kleine Ding hier, der kleine Roller, der ist für die Augenringe unten und der hat mir wirklich so, schon so oft mein Leben gerettet. Also ich weiß gar nicht, wo ich meinen gekauft habe. Ich glaube bei DM oder Rossmann gibt es ja mittlerweile eigentlich fast überall. Könnt ihr auch bei Amazon billig shoppen. Ich werde euch übrigens alle Links, die ich habe, werde ich euch unten in die Infobox setzen. Dann könnt ihr die Sachen auch nachshoppen. Genau, also der war auf jeden Fall mein Number One gegen Augenringe, gegen geschwollene Augenringe vor allem und gegen Wassereinlagerungen im Gesicht, genau. Also wie gesagt, schön von innen nach außen, ist auch super gegen Falten anscheinend. Also wie gesagt, kann man natürlich auch benutzen, wenn man jetzt keinen Krebs hat. Habe ich auch vorher schon immer benutzt. Also der ist schon mal so meine Number One. Und dann kommen wir gleich mal zu diesen Dingern hier. Das sind so iPads, die auch am besten frisch aus dem Kühlschrank holen. Das sind meine Liebsten. Die sind von Yuti, glaube ich, heißt die Brand. Gibt es auch beim Rossmann und beim DM. Und wie gesagt, wenn ihr die frisch aus dem Kühlschrank holt und morgen schön auf eure Augenringe klatscht, die sind einfach auch Leben, Leute. Also die sind so, so gut. Die hier sind jetzt zum Beispiel mit Gurkenextrakt, mit Hyaluron und mit Tigergras und die spenden halt ganz viel Feuchtigkeit. Also ich habe wirklich immer das Gefühl, wenn ich das mache, also wenn ich die drauf mache, dass dann meine Augenringe weggehen, beziehungsweise diese Schwellungen unter den Augen. Und vor allem wenn ihr, also in meinem Fall ist zum Beispiel auch, wenn ich mal ein Shooting hatte oder irgendwas, mache ich die immer, immer vorher drauf, weil dann einfach die Augen viel frischer und schöner aussehen. Also kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Und dann ebenfalls aus dem Kühlschrank und ebenfalls ein Lebensretter gegen Wassereinlagerungen im Gesicht sind solche Tuchmasken. Also die habe ich natürlich auch schon vorher immer benutzt, vor meiner Chemotherapie. Aber auch da, wenn ihr Schwellungen habt im Gesicht oder einfach irgendwie eine feuchtigkeitsarme Haut, also wenn die Haut total trocken ist, sind die auch super. Also bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, dass seit der Chemotherapie meine Haut generell im Gesicht, aber auch am ganzen Körper viel, viel trockener ist. Genau, da habe ich die dann auch immer benutzt. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Dann kommen wir schon zur nächsten trockenen Hautsache. Das sind Handschuhe für die Hände, die ganz viel Feuchtigkeit spenden auch von Chiara Ambra heißt die Brand. Also gibt es auch von ganz vielen verschiedenen Marken bei DM, Rossmann, wie auch immer. Oder auch im Internet könnt ihr die natürlich auch shoppen. Und die spenden ganz, ganz viel Feuchtigkeitspflege, weil meine Hände gerade von dem ganzen Desinfizieren und so und von dem Waschen, weil natürlich das Immunsystem auch während der Chemo geschwächt ist und daher wasche ich natürlich noch öfter als sonst immer meine Hände. Und ja, da sind die super, um ganz viel Feuchtigkeit zu spenden. Dann kommen wir zum Rizinusöl. Dieses Zeug ist einfach ein Wundermittel, Leute. Das ist einfach so... Jetzt ein bisschen überbelichtet, aber das kriegt ihr in der Apotheke schon für ein paar Euro. Wichtig ist, dass es kalt gepresst ist und das ist wirklich eine Wunderwaffe für Haut und Haare vor allem. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Nägel auch irgendwie antreibt zu wachsen, aber auf jeden Fall zum Beispiel für die Haare, das regt das Haarwachstum mega an. Also das könnt ihr natürlich sowohl auf die Kopfhaut, das pflegt übrigens auch die Kopfhaut richtig gut, aber auch auf die Wimpern oder Augenbrauen geben. Wie gesagt, pflegt super, aber regt auch das Wachstum an. Bei mir sind zum Beispiel komplett meine Augenbrauen und Wimpern ausgefallen. Mittlerweile wachsen sie Gott sei Dank schon wieder nach, aber ich war richtig nackt, also sowohl auf dem Kopf als auch im Gesicht.
Und das ist wirklich so eine kleine Wunderwaffe und könnt ihr, wie gesagt, auch für die Haut benutzen. Wahrscheinlich auch so, wenn die Haut sehr trocken ist oder so. Ist halt wirklich ölig. Also macht es am besten, bevor ihr ins Bett geht, jetzt nicht unbedingt tagsüber. Ich mache es auch immer abends drauf und massiere es dann richtig schön noch in die Kopfhaut ein oder halt zum Beispiel die Augenbrauen und Wimpern. Macht ihr einfach oben am Wimpernkranz und das ist wirklich Bombe. Dann kommen wir gleich zur nächsten Sache, auch was hat auch was mit den Wimpern zu tun. Und zwar ist es das Lash Serum von, wie rum ist es jetzt richtig? So, glaube ich. Von M1. Das benutze ich auch schon ganz lang. Das habe ich auch schon vor der Chemo benutzt. Da sind Gott sei Dank meine Wimpern dann auch noch richtig, richtig schön lang und stark geworden. Ich glaube auch, dass sie mir deshalb wahrscheinlich auch weniger schnell, also langsamer genau ausgefallen sind, weil sonst wäre es wahrscheinlich schon viel schneller passiert. Und damit wachsen die Wimpern so schnell, das ist richtig, richtig geil. Ich habe da auch noch einen Code für euch, den kann ich euch hier unten noch in die Infobox reinpacken. Also das ist wirklich Bombe, Leute. Das mache ich einfach nur abends, wenn ich mein Gesicht gewaschen und gereinigt habe und also meine Pflege aufgetragen habe und dann mache ich es einfach oben auf den Wimpernkranz und ich mache das jetzt tatsächlich auch unten, weil natürlich da jetzt auch die Babywimpern nachkommen, mache ich es also unten auch quasi auf den Kranz hier und nichts easier als das und es bringt wirklich was, glaubt mir. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten und zwar Fake Lashes, weil wie gesagt, mir sind komplett meine Wimpern ausgefallen und dann habe ich nämlich auch mal so ab und zu diese Fake Lashes benutzt, vor allem wenn ich was geshootet habe oder ein Video gedreht habe oder so, weil dann sieht man einfach nicht so super nackt aus im Gesicht. Jetzt mache ich sie gerade nicht mehr drauf, weil wie gesagt, meine Wimpern wachsen schon nach, die sind zwar auch noch ganz klein, also sind noch so Babywimpern, aber für Shootings oder sowas, finde ich, kann man das auf jeden Fall machen. Also ich finde, das kann man ja auch, wenn man Wimpern hat, lohnt sich auch manchmal, gerade wenn man irgendwie so einen richtig geilen Cat-Eye-Look machen will oder sowas. Also das sind jetzt welche mit Magnet. Muss ich aber sagen, finde ich nicht so Bombe, weil dieser Magnetic-Eyeliner, den wieder abzubekommen, das ist übelste Act. Also ich habe da so lange rumgerieben, bis mein komplettes Auge so rot war. Also ich mag dann lieber die zum Aufkleben. Ich habe da auch einen extra Kleber von Duo, heißt der, glaube ich. Der hält auch richtig gut. Also den könnt ihr dann sogar über Nacht drauf lassen. Und ja, gibt halt einen schönen Augenaufschlag. Ich finde zwar schon, es sieht immer sehr künstlich aus, muss man sagen, weil die meisten halt schon sehr voluminös sind. Aber wie gesagt, gerade wenn man mal irgendwie rausgeht, was macht oder so, oder eben in meinem Fall ist halt oft, wenn ich irgendwas geshootet habe oder so, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal zu den Augenbrauen. Da habe ich nämlich auch ein paar gute Produkte. Einmal hier diese Henna-Farbe, wenn ihr noch Augenbrauen habt und eure Augenbrauen einfach noch ein bisschen nachziehen wollt sozusagen, beziehungsweise ein bisschen mehr hervorheben wollt, habe ich hier dieses Henna Eyebrow Farbe, weil Henna dürft ihr benutzen, also ihr müsst halt voll aufpassen bei bestimmten Farben, die solltet ihr nicht während der Chemotherapie nutzen. Ist ja genauso wie die Haare färben, sollte man ja auch nicht jede Farbe nutzen, weil das dann auch nochmal krebsfördernd sein kann, aber Henna darf man auf jeden Fall benutzen und da habe ich dann ab und zu die hier benutzt. Das kann man selbst anmischen, das ist auch wirklich super easy und dann könnt ihr eure Augenbrauen, wenn ein paar ausgefallen sind, dann auch nochmal damit so ein bisschen so die Lücken füllen sozusagen, weil das auch auf der Haut klebt, also bleibt Henna-Farben. Genau, das finde ich mega gut. Dann habe ich auch noch ein paar Produkte zum Wachstumsanregen von The Browery. Und zwar einmal hier diesen Maximizer. Den mache ich auch immer abends drauf, wenn ich mein Gesicht gereinigt habe. Einfach oben auf die Augenbrauen ganz normal drüber machen. Kann man, glaube ich, sogar bis zu zweimal am Tag machen. Also vielleicht morgens und abends. Aber da ich meine morgens dann meistens geschminkt habe, habe ich es halt immer nur abends gemacht. Und auch von The Browery, da habe ich so ein Öl, der Activator. Das ist so ein Lash and Brow Öl, also das könnt ihr auch auf die Lashes machen. Das pflegt vor allem total gut, aber regt auch das Wachstum so ein bisschen an. Also die zwei Produkte habe ich jetzt auch immer verwendet und also es funktioniert, Leute, weil die wachsen jetzt schon so schnell. Also ich habe jetzt nur ein Produkt drauf, das zeige ich euch auch gleich, aber ansonsten gerade vorne wachsen die schon wieder richtig, richtig gut. Und zwar, also ich habe zweimal Farben. Also einmal muss ich dazu sagen, ich bin absolut nicht so der Schminkprofi und bei mir sah das meistens eher schrecklich aus als gut, wenn ich die nachgezogen habe. Aber an sich ist das Produkt hier mega gut. Das sind so, also es ist an sich wie so ein Lidschatten, so ein Brow Powder. Und mit zwei verschiedenen Farben gibt es aber auch nochmal heller. Also das bekommt ihr auch bei Essence, gibt es glaube ich nur beim DM, genau. Da bekommt ihr das für ein paar Euro und das ist richtig gut, weil das voll gut auf der Haut auch aufliegt und auf den Härchen auch liegen bleibt. Und da könnt ihr dann auch mit so ganz kleinen, präzisen Pinseln, könnt ihr dann sogar so kleine Härchen malen. Also das ist super, wenn ihr das nachzeichnen wollt, aber da bin ich wie gesagt nicht so der Profi gewesen.
Deswegen ist das hier gerade so mein Allrounder-Produkt. Und zwar diese Brow Wig von Too Faced. Heißt nicht nur Wig, sondern da sind wirklich kleine Härchen drin. Ich muss mal schauen, ob meine Kamera das scharf stellt, ob man das sehen kann. So, ja, sieht man, glaube ich. Da sind kleine Härchen drin und wenn ihr das dann quasi auf die Augenbraue macht, dann funktioniert das wie so eine Perücke. Also wirklich, der Name verspricht, was er, das Produkt hält, was der Name verspricht. Und damit kann man halt auch, dadurch, dass das auch eine Farbe hat, also ich habe jetzt zum Beispiel dunkelbraun, kann man wirklich auch die Augenbraue so ein bisschen nachzeichnen und es sieht aber trotzdem einfach natürlich aus. Weil wenn ich mit dem Produkt hier gemalt habe, dann sah das meistens aus, als hätte ich so eine richtig fette Augenbraue. Und das, also ich finde halt das viel, viel natürlicher. Gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben, also auch in heller oder auch noch mal in ganz dunkel, glaube ich, auch in schwarz. Ja, verlinke ich euch auch unten. Also das ist wirklich gerade so mein Mega-Produkt für die Augenbrauen. Das werde ich auch auf jeden Fall weiter benutzen, auch wenn sie noch nachgewachsen sind, weil damit kann man halt auch schön die Augenbrauen nach oben shapen. Genau, dann kommen wir mal zu den Haaren. Die Leute, meine Haare wachsen wieder. Ich freue mich einfach mega. Ich habe jetzt auch während der ganzen Chemozeit, habe ich auch dieses Produkt benutzt. Glaube aber, während der Chemo wachsen sie einfach nicht nach. Zumindest nicht während der starken Chemo, weil da sind sie mir ausgefallen bei der Beacop. Aber jetzt habe ich ja die ABVD-Chemo, die so ein bisschen leichter ist. Und ich glaube wirklich, dass sie da, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie jetzt nachwachsen. Ich hatte jetzt eine Zeit lang so einen Flaum, der kam anscheinend vom Cortison. Das war so ein ganz hellblonder Flaum. Den habe ich jetzt aber nochmal wegrasiert. Und seitdem wachsen sie wirklich richtig, richtig gut. Und jetzt kommt nämlich das Produkt hier in Einsatz von Natucane. Das ist dieses Hair Grow Serum. Also damit wachsen die Haare wirklich irgendwie bis zu 94% schneller oder 93%, irgendwie sowas. Und da müsst ihr mal auf die Instagram-Seite schauen. Da haben die nämlich auch Vorher-Nachher-Bilder. Und das funktioniert halt wirklich, dieses Zeug. Da sind nur natürliche Inhaltsstoffe drin, was ich halt mega feier. Und ja, also die Flasche ist jetzt schon fast leer, weil wie gesagt, ich benutze es eigentlich schon die ganze Chemo über. Ich habe es einfach mal probiert, ob es funktioniert während der Chemo, aber muss halt leider sagen, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber jetzt sehe ich, Leute, die Haare wachsen und ich bin so gespannt. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, noch bei Instagram. Habe hier auch einen Code dafür, schreibe ihn euch auch nochmal hin und schaut da wirklich auf meinem Instagram-Channel vorbei, weil da werde ich euch echt auf dem Laufenden halten. Genau, so, das ist, dann habe ich noch was für die Haare und zwar von MAM. MAM ist eine Brand, die macht für, gerade für Krebspatienten Beauty-Produkte. So, das ist leider ein bisschen überbelichtet, aber ich werde es euch auch nochmal unten verlinken. Und zwar ist es auch ein Spray, das ist pflegend für die Kopfhaut. Das habe ich jetzt auch immer benutzt, zwischendurch einfach mal auf die Kopfhaut schön einmassiert, weil gerade durch diese Massage wird auch die Durchblutung angeregt und dann wachsen die Haare nämlich auch schneller. Also massiert immer schön euren Kopf oder lasst ihn euch massieren, noch besser. Und genau, also das ist halt wie gesagt so ein... eine französische Brand und die hat auch ganz viele Beauty-Produkte, ganz viele tolle Sachen für Krebspatienten. Genau, dann meine geliebte Haut- und Kindercreme. Wahrscheinlich kennt ihr die. Ich liebe die über alles für die Lippen, weil die Lippen nämlich auch seit der Chemo viel trockener sind als sonst. Also ich komme gar nicht mehr hinterher mit Cremen, weil die einfach so trocken sind, gerade auch an den Ecken immer. Also deswegen, ja, die liebe ich einfach total. Mache ich aber nur zu Hause, weil ich finde es super eklig, wenn man unterwegs ist und dann mit seinen verkeimten Fingern da reinfährt. Deswegen mache ich das lieber nur zu Hause und vor allem vor dem Schlafengehen immer ganz, ganz dick, damit das schön einzieht. Und die hier habe ich für die Haut, die Sebamed Lotion, weil die nämlich auch, also die ist auch ohne Zusatzstoffe oder sowas, ohne Konservierungsstoffe, alles mögliche, also wirklich nur auch parfümfrei, also wirklich super für die Haut, gerade eben für trockene Chemohaut. Ich habe die auch schon immer benutzt, als ich noch meine Symptome, ich hatte nämlich einen ganz, ganz starken Juckreiz als Symptom, da habe ich die auch schon immer benutzt und die war wirklich mein Nonplusultra, weil die Haut einfach so schön pflegt, da ist Urea noch beigesetzt und ja, ist eben für extrem trockene Haut. Also die feiere ich auch sehr. Dann kommen wir zur Handcreme. Also die ist eigentlich für Gesicht und Körper, aber ich benutze die immer für die Hände. Auch vor dem Schlafengehen, weil die nämlich richtig, richtig reichhaltig ist. Also die hinterlässt auch schon einen guten Fettfilm, würde ich jetzt mal sagen. Habe ich auch schon für die Kopfhaut benutzt, abends einfach vor dem Schlafengehen. Und ich finde, die riecht so geil. Genau, von Veleda ist die. Kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen.
Dann haben wir noch was für die Haut, und zwar diese Milky Remedy Mask von Pixi. Die ist auch mega gut, wenn ihr ganz, ganz trockene Haut habt im Gesicht. Also ich habe mich teilweise sogar ein bisschen geschält, muss ich sagen, so nach der Chemo. Da ist die auch wirklich richtig gut. Die ist wie so eine, sieht aus wie was so zum Essen, wie so Gelee-artig, voll nice. Und die riecht auch mega gut. Ah ja, also die feiere ich total, mache ich einfach so einmal oder zweimal die Woche, trage ich die auf die gereinigte Gesichtshaut auf. Und genau, dann kommen wir schon zum nächsten, eigentlich ein ganz anderes Produkt, passt jetzt gar nicht, wie gesagt, ich fasse hier einfach random rein. Und zwar von Altera Naturkosmetik, diese Selbstbräunungslotion, weil man darf nämlich bei der Chemo natürlich nicht ins Solarium gehen. Ganz klar, Solarium ist ja Killer Number One. Aber ich durfte auch die ganze Zeit jetzt nicht in die Sonne gehen. Und ich habe ja die Chemo angefangen im August und da war es wirklich noch schön warm. Und ich sah einfach schon direkt aus wie so eine kleine Kalkleiste. Und da ist das wirklich, wirklich mega, weil ihr solltet natürlich schon schauen, wenn ihr so Selbstbräunerprodukte benutzt, dass da halt schon, also so wenig wie möglich drin ist, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da fahre ich eigentlich ganz gut mit dieser Altera. Das ist von Rossmann, da gibt es die, das ist diese Naturkosmetikmarke von Rossmann. Das Zeug riecht auch mega. So nach Kokos, also wirklich total lecker. Und ja, könnt ihr einfach nach dem Duschen und sowas drauf machen. Vorsicht mit weißen Klamotten, sollte man nicht. Aber ja, die bräunt halt so ganz schön gleichmäßig. So, und dann kommen wir zu den zwei letzten Produkten. Die sind gerade auch morgens meine Booster Number One, so heißen sie nämlich auch. Wir haben hier einmal den Koffein Wake Up und einmal das Augenlifting von Beauty Mates. Das sind so Serien, die könnt ihr entweder mit in eure Creme mischen morgens oder direkt auf die Haut geben. Also das Koffein Wake Up, den Booster für das Gesicht, den mische ich immer mit meiner Tagescreme. Und Leute, wirklich, man sieht sofort fresher aus. Ich konnte das wirklich gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Also da ist Koffein drin und Kupferkomplex und deswegen wird die Haut so richtig gepusht. Am besten auch direkt aus dem Kühlschrank, schön gekühlt, und ja, das ist auf jeden Fall mega. Und dann habe ich hier auch noch eins für die Augen. Also das mache ich tatsächlich meistens direkt auf die Augen. Könnt ihr aber auch mit eurer Augencreme mischen. Das hilft auch voll gegen dunkle Augenringe und gegen dieses Puffige, was man morgen oft in der Früh unter den Augen hat. Also da gebt ihr einfach hier, da ist so eine Pipette dabei, und einfach so ein Tröpfchen auf die Hand geben und dann unter dem Augen verteilen. Auch mega. Genau, das war es eigentlich schon. Also das waren jetzt so alle Sachen, die mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen wären. Ich hoffe, mir fällt nicht nochmal was ein. Aber wie gesagt, folgt mir gerne bei Instagram. Da zeige ich euch dann auch immer wieder zwischendurch so ein paar Produkte, die ich super finde. Oder generell einfach Tipps für gegen den Krebs. Für gegen den Krebs, ja, ihr wisst. Also wenn man halt trockene Haut hat oder sowas. Einfach so Beauty-Produkte, die mir so ein bisschen geholfen haben in der Zeit. Genau, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, vielleicht sind noch ein paar Produkte für euch dabei, wenn ihr jetzt gerade keine Chemotherapie macht. Also die meisten Sachen sind ja eigentlich so normale Beauty-Produkte. Und ja, ich würde sagen, see you soon, Leute, beim nächsten Video. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not